So, herzlich willkommen zur Folge 8 von unserem XCOM Enemy Unknown Let's Play im Iron Man Mode. Nein, nicht Folge 8, Folge 9 sind wir, Entschuldigung. Falls ich heute ein wenig, husten muss, es tut mir jetzt schon mal leid. Ich bin ein wenig erkältet. Und es tut mir auch leid, dass über die Feiertage meine normalen Projekte nicht ganz regelmäßig kamen. Ich habe dafür ein paar andere Videos hochgeladen. Ich hoffe, ihr hattet damit Spaß. Ja, ich habe vor den Feiertagen ein bisschen was aufgenommen, was ich jetzt sozusagen verarbeitet habe, aber habe leider nicht weiter spielen können. Deswegen jetzt erst Folge 9. So, New Abduction Sites. Deutschland. Argentinien. Parteikot. Also in Afrika sieht es relativ safe noch aus. In Südamerika weiß ich nicht genau. Mal kurz gucken, wie das im Situation Room aussieht. Also die haben wir nicht mehr. Oder haben wir noch? Aber wir sind am Maximum Capacity, okay. Südafrika ist hier das einzige, was Probleme. Brasilien könnte Probleme machen. Deutschland ist ja auch das einzige, was Probleme macht. Hier sind aber 160 drin. France, Russia, United Kingdom. Indien steht heute, glaube ich, gerade gar nicht zur Debatte. Caption outside incomplete. Research outside a shot. So. Also, Deutschland brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, ich lieber die 200 haben. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich Deutschland. Satellit ist noch dabei, aber ich habe keinen Satelliten. Ich habe keinen Satelliten-Uplink, der im Bau ist, oder? Unsere Suspicions may have been true after all. They're not just here for abductions. They have something else in mind. Ah. Kann ich irgendwie diese Grey Market? Ne, das will ich eigentlich nicht. Weapon-Fragment, die brauche ich halt eigentlich alle noch. Das ist das Problem. Die jetzt verkaufe, habe ich wieder Probleme. Ich bräuchte. Aber ich habe eh keine. Ich glaube, Energie fehlt mir auch noch dafür. Ja, mir fehlen Ingenieure dafür. Warum? Hä, hey, ich darf die andere Sache auch bauen. Nein, 10 Ingenieure habe ich noch nicht. Tja. Dumm gelaufen. So, werde ich wohl jetzt einen verlieren müssen. Ich will eigentlich nicht in Berlin das machen. Habe ich den Europa-Bonus schon? Moment mal, Situation Room. Wo bin ich gestartet? Ich bin in den United States gestartet. Das ist natürlich ungünstig. Dann habe ich den Europa-Bonus ja nicht mal. Den sollte ich mir vielleicht holen. Aber ich muss Berlin machen. Weil ich sonst die Gefahr laufe, dass ich Deutschland verliere, wenn ich einen nächsten Bericht und dann habe ich ein paar Probleme. So, Assault. Loadout, du brauchst nicht mehr den. Edit Unit, Loadout, du kriegst dafür den. Roadblock. Ich habe halt drei Heavies. Das ist so übel, also. Ehrlich. Das ist schon ein bisschen hardcore. Ein Sniper. Heavies. Ja. Gogo. Achso, ich habe übrigens eine neue Grafikkarte, falls irgendjemand von euch sich dann mal wundert, wenn ich mal ein Spiel mit Physik oder so mache. Ich habe jetzt mir eine Nvidia GTX 760 geholt, die mal eben 50% noch stärker ist, als ich vorher hatte.
Ist das wieder eine neue? Das sieht nach einer neuen aus. Ich glaube, sonst ist da nie so gelandet. Wir werden immer nur 4 rauskommen, wo es 5 sind. Nö, ist doch eine alte Version. Eine neue Version von dem alten Situation. Also diese... Es gab auf jeden Fall schon ein paar Mal diese Brücke. Mach mich los. Ist nur halbe Deckung? Ist ja ungünstig. Der kann, glaube ich, das meiste aushalten. Der kann auch mal ein Stück weiter rennen. Weil, wenn der verletzt wird, ist er nicht ganz so schlimm. Der kann sich wieder heilen. Hat er nicht diese komische Vision jetzt gehabt? Vielleicht ein bisschen länger gehen sollen, die ganze Zeit auf Fächer. Schade, beide vorbeigeschossen. Der schießt dann jetzt auf meinen, ja genau. Oh, hat er sehr gut durchs Auto durchgeschossen. Prozent sind sie wahnsinnig hoch. 41, 31. Da soll ich jetzt nicht hingehen. Das wäre äußerst ungünstig. Ich glaube, ich kann da hingehen. 58. 53. Ich würde sagen, du dashst mal hier hin. Damit man dann langsam mal von hinten kommen kann. Will ich halt 58 machen. Ich kann nur das machen. Na gut, dann machen wir das halt. Sehr gut, wir haben getroffen, dass er einfach auch tot. Hat sich das erledigt. Irgendwo war aber noch eins, waren glaube ich 3. Im Laufschritt. Wo gehe ich jetzt mit dir hin? Das ist mir nicht ganz klar. Wahrscheinlich dahin am besten, da hat er noch Deckung. Jetzt habe ich keinen einzigen auf Overwatch. Es brennt das andere daneben. Darf ich da auch wieder nicht hin? Macht's wieder Bam. Wiss? Okay, das ist doch definitiv eine andere Map. Wenn hier das andere ist, das andere meldet. Wenn ich bis dahin gehe. Ach, der macht das oben drüber. Ungünstig. Oh! Hopsala. Mach mal bitte kurz weg. Lauf ich einfach mal in den Alien rein. Bin dran. Genau das haben wir gesucht. Hab ich auch noch 5. Also nur noch 5 in dem Fall eher. Weil ich mit dem Dashen. Sie kommt nie so weit. Ich denke, ich mit dem hier rüber. Um beide einzusammeln. Keine Gegner, sehr gut.
Komm. Ich bin jetzt bei Autos in Luft gejagt hier. Position bestätigt. Bewegen wir mal hier hin, um ihn mit zu decken. Kriegt er dann noch Deckung, kann ich es runter einsammeln, sehr gut. Da habe ich das safe. Sagen, mein Sniper läuft jetzt mal ein Stück weiter vor mit. Ich laufe ein Stück weiter vor mit. Alien Activity. Oh, okay, da höre ich noch was. Draußen ist irgendwas. Oh, shit. Oh shit. Die Seeker. Aha. Darf ich das so schon machen, wenn ich so stehe? Aktivieren. Oh shit. Gut, nicht gesprintet bin ich dahin. Ne, darf ich nicht. Aber ich möchte mich trotzdem verstecken, bitte, danke. Wollen wir ihn nach links verschieben? Möglichkeit. Bruh. Der muss mal nachladen. Der geht auf Overwatch für den Fall, dass hier irgendwo einer auftaucht. Und die muss eigentlich meinen Typen beschützen hier. Den. Wenn das hier rankommt. Der muss sowieso die beiden hier decken, beziehungsweise kann er glaube ich auch in die Richtung decken. Aber der muss, weil der nachgeladen hat. Der ist auch nicht auf Overwatch. Ah, fuck. Ah, Mann. Weil in dem Moment, wo die sichtbar werden, kann man sie noch abschießen. Wenn sie sich einmal festgebissen haben, ist es schon ziemlich nervig. Da kommt Floater, kommt auch noch direkt, sehr gut. Oh, komm, krieg ich einen weg? Schade. Das wäre episch gewesen. Oh, Red Feather spielt Path of Exile. Wir sind dazu gekommen. Na? Kommt noch was, oder? Ah, da ist unsichtbar. Sehr gut. Sehr gut. So, wie gesagt, so kann man das noch abwenden. So, die Aktion. Erstmal hier Dingens einsammeln. 60% kommt noch weg. Jawohl. Einer weniger. 53. 43. Nein, die trifft sich dann immer noch höhere Wahrscheinlichkeit, wenn ich mit dem Ding anderen treffe. 63 kommt noch weg. Jawohl. Sniper for the win. Corporal Line ist unter Promotion. Sehr gut. Hier will ich jetzt mal sprinten. Sprint ich mal dahin. Oh, wo kommt der Floater raus? Bei dem kam gerade schon einer raus. Und dann sieht er keiner auf Overwatch, ey. Muss ihm auf Overwatch gehen. Ich hoffe, der hat jetzt einen Blick, was nötig ist. Ja, zumindest das mal Blick. Den erwischt er auch. Sehr gut. Aber du musst erstmal nachladen. Der kann auch ein Stück vorgehen noch. Rock'n'Roll! So.
Du musst dich auch mal bewegen. Nachgeladen. Du gehst auf Overwatch. Auf dem Weg. Und du gehst dahin und auch auf Overwatch. Und du rückst auch noch ein Stück vor. Mit Overwatch. Ich muss jetzt in Overwatch sagen, wir haben zwei Seeker hier noch irgendwo rumguckt, muss ich den Overwatch die ganze Zeit benutzen. Ich habe irgendwas gehört. Da ist nämlich der Seeker. Ah, hat aber leider nicht ganz gereicht. Das macht nämlich ein Seeker, wenn er durchkommt. Jetzt muss man den nämlich runterschießen, dann hat der Partner aber schon Leben verloren. Wie ihr seht, und er ist im ganz geringen Bewegungsmodus, weil er am, was ich erholt sozusagen von dem mit diesem Würgeangriff. Okay, von da geht's nach da. Da steht jemand, den man vielleicht mal töten sollte. So, jetzt auch mal nach. In Bewegung. Machen wir die Verstärkung? Okay. Bewegen sich gar nicht mehr oder was? Gehen, sieht er mich ja nicht. So, mein Sniper. Du rennst mal bitte da. Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, haha, es geht noch. Also du rennst außerhalb seiner Sichtweite hin. Aua. Die tat weh. Dann müssen wir hier rüber. Würde ich sagen. Alles klar, wenn er da ist, muss ich vielleicht mal ein bisschen flankieren. Nächste Runde, komm ich bis dahin, alles klar. Schon. Ihr beiden geht zusammen, seid ein ganz gutes Team, Reaperman und Shadiums. Irgendwie muss ich. Ja, ich werde ihn jetzt flankieren, denke ich. Und dann mal sehen, dass ich ihn tot krieg. Au! Nur 4 Schaden. Den habe ich da Haufen verletzt nach dem Einsatz. Kann auch natürlich versuchen. Ja, das werde ich versuchen, dem mit der Schrotflinte einen reinzudrücken. Und weg. Perfekt. Everything by the numbers. Perfekter Einsatz. Continue. War ein bisschen risky am Ende, also ein bisschen risikoreich, aber hat ja funktioniert zum Glück. Shitley Holmes, promoted to corporal. So, mehr Verteidigung oder mehr Angriff? Für jeden Gegner, den sie sieht. Jeweils. Wer 3 Gegner hat, maximal plus 30% Critical Chance. Ich glaube, ich will einfach mehr Verteidigung, weil sie ist die, die am weitesten vorne stehen muss, am meisten abkriegt wahrscheinlich. Corporal Drifter the Line. Plus against enemy at low elevation, okay. 2 Bonus Damage with Pistols. Hm.
Bonus Damage fürs Pistols wäre natürlich schon nice. Da macht dann nämlich eine Pistole auch mal sinnvoll Schaden. Ja, ich denke, das mache ich. So weit oben würde er meistens nicht stehen. So, die Defender Medal wieder vorhanden. Continue. Panic in Africa, Panic in Germany will increase by 2 across. Jetzt habe ich halt den Support, naja. Haben immer in dahinter und so, wie steht es denn hier jetzt aus? Oh, die sind gar nicht, sind da gar nicht immer rausgehen. Ich dachte, es wäre schlimmer. Aber sind die gerade von 1 auf 4 gesprungen? Ist das richtig in Erinnerung? Oh je. Ja, ich würde sagen, das war Folge 9. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.